Beschreibe ich erstmal als ungewöhnlich gut. Pure Energie. Wir gehen einfach nach vorne. Wir dreschen nach vorne, soweit wie es geht. Handgemachte Rockmusik. Ja. Metal vom Feinsten. Ohne Schnickschnack. Einfach drauf. Zauberschuss halt. Das ist unser aktuelles Album mit 15 Stücken, ja, geht über eine Stunde Spielzeit. Ich selber habe gleich 20 Exemplare gekauft und habe damit die Decke über meinem Bett tapeziert. Ich habe seitdem viel mehr Spaß beim Sex, die Frauen auch, es ist einfach geil. Uns kam halt die Idee, dass man bei unserer Show einfach was drumherum macht. Wir treten diverse Male mit Tänzerinnen auf, die haben auch Nummern, nennen die das, ne? Und machen ihr eigenes Theater auf der Bühne, passend zu unseren Songs. Wir haben alles, was man sich wünscht auf der Bühne, außer Süßigkeiten. Songaufbau ist eigentlich recht einfach, weil es soll als wahre Live-Kapelle dienen. So primitiv ist das hier bei uns. Es gibt ja die eine Variante, dass man im Proberaum, finde ich total geil, oldschool halt, sich da zusammensetzt und da ein Lied zusammenschreibt. Ich möchte eigentlich lieber Schlagermusik machen, aber ich krieg nur die Noten, muss die runterspielen. Einer hat einen Riff oder eine Riff-Idee, einer hat eine Textidee, wirft was rein. Und so ist zum Beispiel auch der Hell entstanden. Das ist ein Lied, das ist in 10 Minuten entstanden. Und da gibt es halt die Variante, wo einer sich für uns hinsetzt, oftmals der Tobi, und einfach einen Song vorschreibt. Ja, ich habe zu Hause halt Möglichkeiten aufzunehmen und dann spiele ich halt Gitarre und Bass ein und programmiere das Schlagzeug und dann schauen wir mal, was draus wird. Ne? Ich denke, dass die Band gut funktioniert, dass die Band eine wahre Liveband ist und seit 3 Jahren einfach vielen Leuten Freude schenkt. Für mich ist das größte Ziel, so weit zu kommen, wie es geht. Ich sage kleine Schritte zum nächsten Ziel. Also zum Beispiel jetzt ist unser nächstes Ziel, ist das dritte Album zu machen. Wo soll es auch weitergehen? Live-Shows ohne Ende. Natürlich ist ein großer Traum, auf großen Bühnen zu stehen, weil diese Band gehört auf die große Bühne. Ja, wir sind richtig interessant.